I hope that today we can identify priorities and a timetable that would allow me to report to the European Council later this week that we had a constructive opening of negotiations. We will do all that we can to assure that we deliver a deal that works in the best interests of all citizens. To that end, we're starting this negotiation in a positive and constructive tone, determined to build a strong and special partnership between ourselves and our European allies and friends for the future. Wir haben gemeinsame Leitlinien. Mir liegt vor allen Dingen daran, dass 27 Mitgliedstaaten einheitlich vorgehen und wir sehr aufmerksam auf die Wünsche und Vorstellungen Großbritanniens horchen und dann natürlich unsere eigenen Interessen vertreten, um dann in einem guten Einvernehmen voranzukommen. Aber am ersten Tag der Verhandlungen schon darüber zu spekulieren, wie sie enden, halte ich für verfrüht.